Kommt dann noch ein Boot? Oder kommt ein Riesenboot? Mach mal. Ich hab Angst. Ja. Scheiße, Junge! Der war geil! Aber lasst ihr da mal eure Spielchen bitte? Jo! Und so weitermachen, wenn ich hier durch bin, ne? Heftiger Typ. So, Freunde, wir sind jetzt an einer neuen Brücke. Tom hat mir die gestern gezeigt, die ist in Uffeln, die ist über nice. Wir haben auf jeden Fall geplant, gleich, wenn Patrick und Tim da sind, hier die Leine dran zu hängen. Hier an so einem Ring, aber halt weiter in der Mitte. Ich zeige euch die Brücke mal kurz von unten. Gibt euch das einfach von da, schwingen wir dann. Und es geht hier nochmal einen Meter runter. Das wird auf jeden Fall höher sein als die andere. Ich bin mal gespannt, ob das alles klappt. Wir hätten vorne noch Boote, da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber wir sehen ja alles. So Leute, Tim und Patrick sind jetzt da. Da ist Patrick. Da ist Tim, der wird schon direkt von ganz oben runter springen. Und ich frage jetzt echt, wie wir da oben hochkommen. Ich glaube, wir brauchen dafür eine Leiter. Oh, mutig. Oh, du, Tim, wenn du da runterfällst, ne? Fall da nicht runter, Digga. Richtiger Monkey D. Ruffy. Heftiger Typ. Tim ist ein richtiger Affe. Wow. So Leute, wir checken auf jeden Fall jetzt das Schwingseil ab. Tim hat das Wasser getestet, ist tief genug. Tim testet immer als erstes. Und ja, jetzt hängen wir da die Schwingleine auf. Und dann testen wir mal das Schwingseil. So, Patipat macht das Ganze jetzt hier dran. Auf jeden Fall gucken wir dann mal, ob man hier gleich schwingen kann. Also in der Theorie sah das schon echt ganz gut aus alles. So? Aber wir haben ein bisschen Angst, dass man dann runterschwingt und dann wieder gegen die Brücke. Weil hier ist ja nicht so eine Erhöhung oder so wie bei der anderen Brücke. Ja, schauen wir mal, ne? Ob das klappt. Wie weit bist du, Paddypad? Lipp gleich, ne? Wir sehen uns gleich, wenn es losgeht. Autsch! Leute, ich teste das jetzt. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Weil das andere hier echt oben. Das geht so, mir das aus dem Arm reißen. Nein, ich bin gespannt. Boah, Leute, ich hab hier richtig Angst. Na klar! Kommt dann noch ein Boot? Oder kommt ein Boot? Mach mal. Ich hab Angst. Das wird gehen. Aber warum hast du losgelassen? Was? Ging nicht oder warum hast du losgelassen? Patipat, der probiert es jetzt aus. Bin gespannt. Aber lasst ihr da mal eure Spielchen bitte. Jo. Und so weitermachen, wenn ich hier durch bin, ne? Jo. Das war gerade der Bootskapitän. Danke. Ja. Ihr habt es gerade gehört, der hat auf jeden Fall, Christina hat auf jeden Fall die Dings Durchsage gemacht. Christina. Ja, Mann. So, Tim, bist du bereit? Nee. Oh, egal. Die Liga hat nicht mehr viel Akku auf ihm, das ist eklig. Machen, ja, einfach machen. Einfach runter, Digga. Einfach, halt dich einfach fest. Wir haben uns nicht, bleib, spring in die Spannung rein. Ja, 1, 2, 3. Jo, Tim hat's geschaut. Ich seh dich nicht. Der jetzt. Wow, du hast zwei gemacht. Scheiße. Ich war so lange in der Luft, ich dachte, komm, einer geht noch. Partypad, ich spring wieder. 1, 2, 3, let's go. Und weg ist er. Es hat nicht geklappt. Ja! Ja, Mann! Ja, Leute, Patrick hat es jetzt auch geschafft. Aber das ist ehrlich, hier ist das schwerer als wir bei der anderen Brücke. Aber ich check das, man muss ja echt
dann heftig zugreifen. Und richtig fest rein. Richtig? Einfach vorne runter. Ich hab zum Beispiel Zähne zu machen. Geht das nicht? Ich kann Freunde, Patrick und Tim haben das einfach geschafft. Und ich, Fettsack, ich kann mich nicht festhalten. Ich dachte erst, du machst eher klar als ich. Ja, ich dachte, ich mach eh als erstes klar. Ich schwöre. Freunde, ich check nicht, warum Tim viel klar macht. Ich check das nicht. Und Patrick hat auch klar gemacht. Mir auch. Ich versuch's gleich nochmal, ich mache eine kurze Pause. Aber schreibt mal schon mal Hashtag Max sein Lappen in die Kommentare, ne? Ey Leute, ich bin auf jeden Fall traurig und Tim meinte, wenn ich das jetzt schaffe, isst du so ein Pferdeapfel, weil du bist so ekelhaft, Digga. Also wenn ich das jetzt schaffe, isst du das. Leute, jetzt. Ey, selbst die Ohrwart davon gequatscht. Leute, jetzt lassen wir auf jeden Fall ein paar Likes, dass ich das schaffe. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Ich habe die ganze Zeit nur verkackt, damit Tim so ein Pferdeapfel isst. So, ich versuche jetzt ein letztes Mal, wenn ich das jetzt nicht schaffe, wenn ich einen Lappen und wir fangen kurz zu anderen bekommen, dann will ich überhaupt noch wissen, ob ich das überhaupt noch kann. Wenn langsam ist. Ja, da kannst du hier nur von träumen. Muss ich denn nach da abspielen, so? Ja, klar. Ist das dann leichter? Nein, einfach so, beide Beine voreinander und dann so fallen lassen. Ja, so wie du schon die ganze Zeit gemacht hast, das war schon richtig. Aber halt richtig spannen, so nach hinten lehnen schon, ne? Und dann mit der Spannung fallen lassen. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfacher, wenn du so machst, dass du dich nach vorne beugst und dann schon voll gespannt ist. Ja, Max, probier mal so. Und Leute wünschen mir Glück, dass ich diese Kacke nicht essen muss. Denk an die Scheiße, Max. Ich denk an die Scheiße. Denk an die Scheiße! Ich kann nicht. Mach! Denk an die Scheiße mal! Nein! 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 Die Fresse! Das muss jetzt, das ist ein scheiß Pferdeapfel. Verpiss dich, ich muss jetzt einen Pferdeapfel phrasen, Mann. Wieso machst du jetzt klar, Digga? Du Hurensohn, Junge. Warte. So, Freunde, ich hab's auf jeden Fall geschafft und Tim muss eigentlich jetzt Dings fressen. Pferdescheiße. Aber ich finde das auch richtig widerlich, darum musst du was Krasseres machen. Was? Du musst von dort oben. Verpiss dich, kein Double Backflip. Ein Triple Backflip, was du da bist. Dich, Junge, bist du behindert im Kampf? Verpiss dich, Junge. Willst du Pferdescheiß fressen und dann roten Rücken? Mama, Mia! Ich kotze gerade. Leute, jetzt mal ohne Spaß. Ich kann doch keine. Ich esse keine Pferdekacke. Katzenfutter war schon. Okay, davon mal abgesehen, aber was ist denn. Okay. Nicht vom Eklig jetzt gerade, okay, aber. Was glaubst du, wie viele Leute das sehen? Was glaubst du, wie ich gedisst werde? Ja. Na, ich schmecke die Pferdeäpfel. Okay, wir machen das so. Wenn du 15.000 Likes da lassen, dann musst du, fahren wir wieder hier hin und du musst einmal reinbeißen. Jetzt habt ihr da noch hier liegen. Ja, dann hol ich neue. Frisch und gezapft. Ja. Ich nehm das mit nach Hause, ich pack das in die Konservieren ein. Ich pack das in die Tiefkühltruhe. Dann nimmt eine mit, packt die in den Gefrierfach zu Hause. Für den passenden Moment. Hey Leute, wenn wir 15.000 Likes da lassen, dann... Ja, dann ist was anderes. Nimm so ein Ding mit, frier ein, aber werden wir sehen. 15.000 Likes, wir frieren das eine in der Tiefkühltruhe, seht ihr später noch. Aber du hast gesagt, wenn ich das nicht schaffe, du hast ja von selber gesagt. Ja, hätte ich gedacht, dass du das schaffst, Sebastian? Ja, das hat auch übelst. Das hier, Leute, ich muss eine Sache sagen. Bei der anderen Brücke geht das auf jeden Fall viel leichter. Aber hier ist das irgendwie geiler. Das ist doch geiler. Das ist geiler, aber anstrengend. Schwung, anstrengend. Wenn du zurückfliegst, das du hast einfach viel mehr Schwung, dass du easy Double machen kannst. Man kann sogar Triple machen, glaube ich. Ich habe mich leider nicht als Kugel gemacht. Ja, das Schwingseil hält hier auf jeden Fall. Wir werden jetzt bald hier eine schwingende Ring-Challenge machen. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst mal einen geflickten Daumen da und ja, das war's auch schon. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace out.